Befolgen Sie diese Schritte, um den neuesten Chipsatztreiber für Ihr Dell-System ordnungsgemäß herunterzuladen und zu installieren. Gehen Sie zu dell.de/support. Klicken Sie auf den angezeigten Link, um direkt auf die Dell-Website zuzugreifen. Um Ihr System zu identifizieren, geben Sie dessen Service-Tag ein oder klicken Sie auf dieser PC, wenn Ihr System angezeigt wird. Klicken Sie auf Treiber und Downloads. Erweitern Sie Zugriff auf die vollständige Liste der Treiber und Downloads für Ihr System und wählen Sie das Betriebssystem Ihres PCs aus. Wählen Sie im Feld Kategorie Chipsatz aus. Wählen Sie aus der Liste unten den Treiber mit der Bezeichnung Chipsatz aus und klicken Sie auf Herunterladen. Bei Laptops sollte Ihr System während des gesamten Vorgangs an eine Stromquelle angeschlossen sein. Sobald der Download abgeschlossen ist, gehen Sie in Ihren Download-Ordner und führen Sie die gerade heruntergeladene Chipsatztreiber-Datei aus. Akzeptieren Sie die Änderungen, klicken Sie auf Installieren und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Starten Sie Ihr System nach erfolgreicher Installation neu. Wann immer Sie Hilfe benötigen oder Fragen haben, wenden Sie sich über soziale Medien an uns. Es gibt auch das Dell Community Forum, in dem Sie sehen können, worüber andere chatten. Abonnieren Sie unseren Kanal, um Zugriff auf alle unsere Supportanleitungen zu erhalten und benachrichtigt zu werden, wenn wir neue Inhalte veröffentlichen. Vielen Dank fürs Zuschauen!